So, ja, und wie eben schon angekündigt, geht es jetzt direkt weiter mit dem Thema Arbeitgeber-Marketing bzw. Recruiting. Und ich möchte euch eine Frage stellen, und zwar, könnt ihr euch vorstellen, was dieses Stück Butter mit eurem Fachkräftemangel zu tun hat? Jemand eine Idee? Ja, ich muss zugeben, ist auch ein bisschen fies, ist ein bisschen schwierig. Wir sehen hier ein Bild aus der Nachkriegszeit. Da stehen viele Menschen vor einem Laden und oben steht das Wort Butter. Diese Menschen wollen ein ganz alltägliches Produkt kaufen, nämlich Butter. Und die stehen vor diesem Laden, um dieses Produkt hier zu kaufen. Und was wir hier sehen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wollen dieses eine Produkt haben. Und was wir hier haben, das nennt man einen Anbietermarkt. Das heißt, es gibt mehr Nachfrage, als es im Angebot gibt. Ja? Das ist ein Anbietermarkt. Und wenn man sich überlegt, wie das heute ist, wenn wir heute in den Supermarkt gehen, dann sehen wir sowas vor uns. Ja? Das ist das genaue Gegenteil von einem Anbietermarkt. Das ist ein Käufermarkt. Ja, der Käufer hat extrem viel Auswahl und kann sich genau aussuchen, was er hier haben möchte. Und warum erzähle ich euch das jetzt zum Thema Recruiting? Ich erzähle euch das, weil genau so ist es auch in der Arbeitswelt gewesen. Ja? Früher hatte man den Tisch voll mit Bewerbungen, Leute, die eine Lehre anfangen wollten, Leute, die im Handwerk arbeiten wollen und die sich bewerben in den Betrieben und die eben einfach sich bewerben. Also es gab einfach viel mehr Nachfrage als Angebot. Ja, also es gab sehr viele Leute, die arbeiten wollten und es gab sehr wenig es gab weniger Anbieter. Und das kann man übertragen auf die Situation mit der Butter. Ja, da gibt es viele Leute, die wollen die Butter. Hier gibt es viele Bewerbungen, die wollen den Job. Und jetzt habe ich einfach mal gestern eine Suchanfrage gestartet zum Thema Monteur. Ja, Monteur-Jobs in Stuttgart. Und da sehe ich 926 Jobs. Ist eine Abfrage von gestern. Und das hier ist das gleiche Bild wie hier. Ja, es passiert also genau das Gleiche in dem Markt, dass wir einfach einen Wandel haben von einem Anbietermarkt zu einem Käufermarkt. Nur bei Bewerbern, jetzt ist es ein Bewerbermarkt. Ja, was ich damit sagen will, ist einfach, genau wie wir hier das Butterregal vor uns haben, hat der potenzielle Mitarbeiter von euch auch das Regal vor sich und kann sich theoretisch aussuchen, zu wem er von euch geht, ja, weil es einfach diesen Überhang gibt. Und die Frage ist jetzt, was machen denn diese Firmen hier, die diese Butter jetzt verkaufen wollen? Was machen die, um ihre Butter schmackhaft zu machen? Naja, die machen Werbung. Und das führt uns auch schon direkt zu der ersten Erkenntnis. Wir müssen, stellt sich nochmal die Frage, was müssen wir hier machen, um diese 926 Leute von uns zu überzeugen? Wir müssen auch Werbung machen. Also was ich euch einfach mit diesem Beispiel bewusst machen möchte, ist, dass ihr versteht, dass ihr für eure Bewerber, für euer Jobangebot genauso Werbung machen müsst, wie für eure Produkte. Ja? Wenn ihr Werbung macht in Zeitschriften, in Zeitungen, im Internet, im Radio und so weiter, dann macht ihr, in der Regel machen viele Betriebe viel Werbung für ihre Produkte, aber ich will euch jetzt diesen Mindset-Shift mitgeben, ja, diese andere Denkweise einfach, dass ihr auf die Bewerber zugehen müsst, wie auch in der Werbung für Produkte. Das heißt, das ist Erkenntnis Nummer 1 hier aus diesem Vortrag. Ihr müsst euch bewusst sein, wirb für deine Jobs genauso wie für deine Produkte. Das ist schon mal Erkenntnis Nummer 1. Dann ist die Frage, wenn wir jetzt sagen, okay, ich muss für meine offenen Stellen auch werben, dann ist die Frage, welche Art möchte ich eigentlich oder wen möchte ich eigentlich erreichen? Und dafür habe ich euch mal so ein kleines Modell hier mitgebracht. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mal das Eisbergmodell oder generell irgendein Eisbergmodell gesehen. Das kennt man ja sehr gut. Und wir sehen hier oben die Spitze des Eisbergs. Ja, darunter ist die Wasseroberfläche und darunter ist eben noch ein sehr, sehr großer Teil. Und wir haben hier die aktiv Suchenden,
die hier oben diesen Eisberg, diese Spitze des Eisbergs darstellen. Das sind die Leute, die gehen zur Agentur für Arbeit und sagen dort, ich suche Arbeit. Ja, und das sind die Leute, die gehen auf Stellenportale und suchen dort nach neuen Arbeitgebern, nach offenen Stellen. Und darunter sieht man, wir haben hier noch einen viel größeren Part. Das sind die Leute, die in einem aktuellen Job unzufrieden sind, aber noch nicht aktiv suchen. Ja, der Felix hat das eben sehr gut verdeutlicht. Felix, da bist du. Du hast es eben gesagt, die Leute, die gehen jeden Tag zu ihrer Arbeit, aber es gibt etwas, was sie unzufrieden macht und sie sind aber noch nicht aktiv auf der Suche. Sie sind nicht in den Stellenportalen auf der Suche und auch längst nicht bei der Agentur für Arbeit, aber sie sind trotzdem offen für einen Jobwechsel. Ja? Und dann gibt es noch die Leute, die so sind zufrieden, aber sie sind trotzdem offen für Angebote. Wenn sie was finden, was doch noch besser ist oder was ihnen besser passt, dann würden sie auch wechseln. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die sind zufrieden, möchten aber gar nicht wechseln. Und das ist die Unterscheidung zwischen den Aktivsuchenden und Passivsuchenden. Und wir haben hier bei den Aktivsuchenden aber die Nachteile, denn die fehlende Festanstellung, die hat oft einen Grund. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt, aber die Leute von der Agentur für Arbeit, also wir haben sehr wenig Erfolgsfälle da tatsächlich bei unseren Partnerbetrieben, dass man sagt, okay, diese Leute, die von der Agentur für Arbeit kommen, sind wirklich Top-Leute. Diese Erfahrung machen wir sehr, sehr selten. Die fehlende Festanstellung hat da oft einen Grund tatsächlich. Dann auch Stellenportale. Leute, die auf Stellenportalen sind, da verhält sich das ähnlich. Ja, normalerweise, wenn ich einen sehr, sehr geilen Job mache, dann weiß ich sofort, wo ich eigentlich demnächst woanders anfangen kann. Deswegen ist das nicht so optimal. Dann ist natürlich ein Riesennachteil, ich habe hier wenig Bewerber, weil natürlich, wir haben eben gesehen, wir haben hier 900 offene Positionen, aber es gibt natürlich nicht 900 offene oder nicht 900 Leute, die sich aktiv auf dieser Plattform rumtreiben und dort in den Stellen suchen, um zu euch zu kommen, sondern da ist einfach, der Markt ist begrenzt sozusagen bei den Aktivsuchenden. Und ich habe natürlich auch unter den Aktivsuchenden habe ich auch eine Konkurrenz, weil der bewirbt sich nicht nur vielleicht bei dir, sondern auch bei dir, bei dir, bei dir. Und dann sagt er natürlich in der Vertragsverhandlung, ja, hör zu, ich habe hier noch ein Angebot, da noch ein Angebot, da noch ein Angebot. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht möchten in der Verhandlung mit den Arbeitnehmern. Und dementsprechend, was wir hier bei den Passivsuchenden haben, ist, wir haben eine viel, viel höhere Anzahl an möglichen Bewerbern. Ja, also hier, das ist ja dieser gesamte Part, der hier mit Passivsuchen eingeklammert ist, der ist hier eben verfügbar. Und ich habe hier natürlich auch viel weniger Konkurrenz, weil alle Firmen, die ja, meisten beklagen sich einfach nur, dass sie so wenig Fachkräfte haben und die meisten machen auch ihre Job, also Stellenausschreibungen und so weiter, aber die wenigsten gehen aktiv raus und gehen in den passivsuchenden Markt und holen sich das, was sie brauchen. Dementsprechend habe ich hier auch viel weniger Konkurrenz. Und das Schöne daran ist, hier in diesem passiv suchenden Bereich sind gute Leute, die auch bereits einen guten Job machen. Ja? Ist hart gesagt nicht die Resterampe sozusagen an Fachkräften. Und dementsprechend ist Erkenntnis Nummer 2, fokussiere dich auf die passiv suchenden Fachkräfte. Also wirklich unser Appell, und das ist auch von der A&M sozusagen unsere Grundphilosophie, das ist unsere Überzeugung. Lass uns auf den passiv suchenden Fachkräftemarkt spezialisieren und fokussieren, weil dort finden wir die guten Leute. Und wie sorge ich jetzt eigentlich dafür, dass jemand, der, also ich habe jetzt rausgefunden, okay, ich muss Werbung machen, ich muss für meine Produkte, also für meine Jobs, für meine Stellen muss ich werben, ich muss im passiven Markt suchen, aber wie schaffe ich es jetzt, dass jemand zu mir kommt? Und da muss man sich eigentlich vorstellen, ich muss die Transformation schaffen oder ich muss es für jemanden sichtbar machen, dass jemand, der unzufrieden ist, zufrieden wird. Also traurige Smiley und happy Smiley. Und wie bekomme ich diese Transformation? Diese Transformation bekomme ich, indem ich seine Probleme löse. Ich muss irgendwas in seinem aktuellen Leben finden oder ich muss eine Situation schildern, die besser ist als in seinem aktuellen Leben, sodass er von unglücklich zu glücklich wird. Aber wo und wie finden wir denn jetzt passiv suchende Fachkräfte, die unzufrieden sind? Um das zu beantworten, müssen wir uns verschiedene Maßnahmen, wie man jetzt werben kann für seine Mitarbeiter, müssen wir die anhand von verschiedenen Kriterien vergleichen. Und wir machen das bei der A&M immer anhand dieser Analogie See, Köder und Angel. Ich erkläre euch jetzt, was das Ganze bedeutet. Und zwar der See, das ist das Medium und die Zielgruppe, ja? Ihr könnt euch vorstellen, ja, stellt euch das vor, wie der ganze Arbeitsmarkt oder dieser gesamte passiv suchende Markt ist jetzt so ein riesiger See. Ja? Und
ich möchte ja jetzt die richtigen Fachkräfte finden, ja, die auch zu meinem Gewerk passen und so weiter, die auch unzufrieden sind und so weiter. Und ich möchte eben, wie in so einem See kann ich an der Seite angeln, da sind vielleicht kleinere Fische, ja, in der Mitte sind große hässliche Fische und weiter außen sind vielleicht genau die richtigen Fische. Und das ist einfach sozusagen die Analogie. Wenn wir jetzt eine Maßnahme beurteilen, müssen wir uns die Frage stellen, können wir hier definieren, wo und wen wir fischen? Ja, das heißt, ich werde gleich mit euch verschiedene Maßnahmen hier analysieren und durchgehen. Und dann stellen wir uns immer die Frage, kann ich bei dieser Maßnahme definieren, wo und wen ich hier fische? Ja, das ist Punkt Nummer eins, das müsst ihr euch schon mal merken. Dann der Köder, das ist die Botschaft, also die Message. Da hat der Felix eben auch schon drüber geredet. Was ist eigentlich meine Story? Ne? Was kommuniziere ich eigentlich als Arbeitgeber? Was ist mein Köder, um diese Person, die vielleicht unzufrieden ist, zu finden und anzusprechen? Und was ist vielleicht auch meine Video- und Bildsprache dazu? Und jetzt wieder, wenn wir die Maßnahmen gleich durchgehen zusammen, stellen wir uns die Frage, können wir hier bestimmen, wie wir kommunizieren? Können wir hier unsere Story platzieren? Können wir hier unsere Bilder platzieren? Können wir unsere Videos platzieren? Und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt schon mal den See, den Köder und die Angel. Ich muss gerade einen Schluck Wasser nehmen. Die Angel bedeutet letztendlich, wie schaffen wir es, dass sich dieser Interessent, den wir jetzt erfolgreich sozusagen vielleicht schon an der Angel haben, mit dem Köder geschnappt haben, wie ziehen wir den jetzt aus dem Wasser? Wie kann der sich jetzt bei uns melden? Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wenn wir die Maßnahmen analysieren, wie kann der Bewerber jetzt Kontakt zu uns aufnehmen? Ja? Und wir werden jetzt diese Werbemaßnahmen oder die verschiedenen Maßnahmen, die man machen kann, anhand dieser drei Kriterien sozusagen durchgehen. Und dann könnt ihr da selber mit nachvollziehen, was sozusagen sinnvolle Wege sind, um Mitarbeiter, um passiv suchende, unzufriedene Mitarbeiter aufzuspüren und zu finden. Habt ihr da Bock drauf? Ja? Okay, top. So, also, eben nochmal angesprochen, der See. Jetzt analysieren wir den See. Und wir müssen uns die Frage stellen, können wir definieren, wo und wen wir fischen? Ja, können wir bestimmen, wen wir exakt erreichen? Und jetzt habe ich euch mal eine Tabelle mitgebracht. Okay, eigentlich sollte das in Rot und in Grün hier sein, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen das jetzt mal zusammen durch. Also ich habe hier ein paar verschiedene Maßnahmen zusammengetragen, die man machen kann. Und dann auch immer gegenübergestellt, ob das aktiv oder passiv Suchende sind und ob die geeignet sind. Also schauen wir uns mal an. Die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, können wir bestimmen, wen wir hier exakt erreichen wollen bei der Maßnahme Zeitung? Nein. Denn in einer Zeitung, ja, da müsst ihr euch vorstellen, die Zeitung, die klappt ja jetzt nicht nur euer idealer Fachkräfte oder eure ideale Fachkraft auf, ja, sondern das klappt auch der Rentner von nebenan auf. Also ihr wisst, was ich meine. Man hat einfach einen sehr großen Streuverlust. Dementsprechend, ja, ich kann hier meine Zielgruppe erreichen, aber ich habe auch einen sehr großen Streuverlust. Und deswegen ist das Medium nicht so gut geeignet. Und ich habe hier natürlich auch aktiv und passiv suchende Mitarbeiter. Beide Lager habe ich hier Leute, die Interesse haben. Klar, können meine Anzeige sehen, aber es ist nicht das ideale Medium für das Thema See, für die richtige Zielgruppe. Dann Agentur für Arbeit. Klar, ist schon mal gut, es sind schon mal Arbeitslose dabei. Aber ja, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Qualität bei dieser Zielgruppe ist natürlich nicht immer optimal. Und das große Manko sozusagen an dieser Quelle als See ist, dass das aktiv Suchende sind. Und da hatten wir ja schon die Nachteile zu besprochen. Dann das Thema Headhunter. Kann relativ interessant sein. Ein Headhunter kann natürlich auch aktiv auf Leute zugehen. Das heißt, Zielgruppe ist hier gegeben. Ja? Ich mache am Ende nochmal eine finale Analyse sozusagen von allen Aspekten. Headhunter kann auch auf aktiv und passiv Suchende zugehen. Von daher ist das hier in Ordnung. Das Thema Radio, da haben wir das gleiche Thema wie bei der Zeitung, ist auch ein sehr großer Streuverlust. Ich erhöhe natürlich auch massiv mein Arbeitgeber-Branding. Das kann später, zu einem späteren Zeitpunkt, also ich will jetzt nicht sagen, dass diese Maßnahmen alle, also dass es jetzt die eine perfekte Maßnahme gibt, sondern in Kombination können die Maßnahmen auch gut funktionieren. Aber wenn wir jetzt beurteilen, wenn ich jetzt dringend eine Fachkraft brauche und ich beurteilen muss, welche Maßnahme nehme ich jetzt, dann gibt es hier eben verschiedene Aspekte zu berücksichtigen und die gehen wir jetzt gerade zusammen durch. Deswegen, ich will jetzt nicht schlecht reden über manche Sachen, aber wir gehen es einfach zusammen durch. Also Radio, auch Streuverlust und aktiv-passiv ist eigentlich analog zur Zeitung. Plakat, genau das gleiche, ist auch sehr analog dazu. Da habe ich auch einen riesen Streuverlust, ja, ich erreiche auch nicht nur genau die Leute, die ich haben möchte, weil es ist aktiv und passiv und ich habe eben verschiedene Leute, die das Ganze sehen können. Social Media.
hier kann ich ganz zielgerichtet sagen, wen ich genau haben möchte. Ich kann sagen, ich möchte diese Berufsgruppen ansprechen, ich möchte Leute, die aktuell in diesem Beruf arbeiten, ansprechen und ich kann auch sagen, ich möchte Leute, die eben aktiv auch noch in einem Arbeitsverhältnis sind, die jetzt also quasi passiv am Suchen sind und ich kann auch sagen, anhand von gewissen Signalen im Hintergrund, ich möchte Leute, die gegebenenfalls Interesse hätten, demnächst den Job zu wechseln. So, das heißt, Social Media hier an der Stelle schon mal ein sehr gutes Medium. Dann die Empfehlung, klar. Und ich bin natürlich hier auch bei den Passivsuchenden dabei. Also ich kann hier Passivsuchende auswählen auch. Und dann das Thema Empfehlung. Ja, Empfehlung hat auch einen grünen Haken eigentlich. Hier ist ein weißer. Aber das ist egal. Die Empfehlung, klar, ich kann natürlich zu meinen Mitarbeitern sagen, ey, kennt ihr noch wen, der Bock hat, bei uns zu arbeiten? Ja, das Ganze ist natürlich nur nicht so skalierfähig, weil irgendwann fällt meinen Mitarbeitern halt auch keiner mehr ein, der bei uns arbeiten könnte. Dementsprechend ist das Ganze nicht so nachhaltig, aber sollte man auch auf jeden Fall machen. Und Stellenportale, haben wir schon drüber gesprochen, hier kann ich die richtige Zielgruppe ansprechen, weil die Leute suchen ja nach dem Job, aber ich bin hier auch im aktiven Markt und da ist eben, wie gesagt, auch die Nachfrage oder die Menge einfach begrenzt. Gehen wir weiter zum Köder. Und beim Köder ist das also anhand meiner Analyse relativ einfach, denn also Köder ist ja die Frage gewesen, können wir hier die Botschaft bestimmen? Und wir können hier bei allen Medien tatsächlich unsere Botschaft bestimmen. Ich bin jetzt hier in der mittleren Spalte. Wir können das hier überall bestimmen, nur es gibt hier auch gewisse Vor- und Nachteile. Ja, bei einer Zeitung können wir natürlich sagen, wir möchten da dieses Bild drin haben, wir möchten da diesen Text dazu haben. Ja, bei der Agentur für Arbeit, da kann ich meine Stellenausschreibung natürlich hinterlegen. Dem Headhunter kann ich sagen, was er sagen soll. Im Radio kann ich natürlich auf Audiospur irgendwie kommunizieren. Ich kann das auf allen Ebenen machen. Auf Social Media habe ich noch einen Vorteil, den wir hier sonst nirgendwo haben. Und zwar kann ich hier auch mit Bild, Text, Video und Ton, also Audio, arbeiten. Also hier habe ich sozusagen die größte Vielfalt an Medien, die ich da benutzen kann, wo ich auch mal vielleicht einen Imagefilm oder so von mir zeigen kann oder einfach auch Bilder, Texte und so weiter. Das kann ich auch mischen. Und das ist auch ein Riesenvorteil, den viele auch nicht kennen. Wenn ich jetzt eine Zeitungsanzeige mache, dann kann ich da ein Bild reinmachen. Wenn ich Social Media Marketing oder Recruiting mache, da kann ich ganz, ganz viele verschiedene Bilder reinmachen und eben einen bunten Strauß an potenziellen Ködern sozusagen auslegen. Dann bei der Empfehlung, da kann ich natürlich meinen Mitarbeitern auch sagen, was sie auch weitertragen sollen. Und bei Stellenportalen kann ich natürlich auch meine Stellenanzeige dort hinterlegen. Dementsprechend kann ich auch bestimmen, was ist meine Botschaft. Und dann die Angel, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den unterschätzen meiner Meinung nach sehr viele, wenn es um das Thema Recruiting geht. Ich habe mal ein großes Verlagshaus beraten, ja, ein großes Verlagshaus hier aus Hannover, und die haben auch eine Recruiting-Kampagne gemacht, haben da auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um Leute zu finden, die bei ihnen arbeiten wollen. Und das Ganze hat überhaupt nicht funktioniert. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, du Marvin, wir brauchen hier bei der Recruiting-Kampagne, also ich hatte dort in einem anderen Bereich beraten, aber kamen zu mir und meinten, hier, kannst du uns hier bei diesem Thema auch helfen? Wir haben hier wahnsinnig viel Geld ausgegeben, das Ganze funktioniert nicht. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, zeigt mir mal, wie ihr das Ganze macht. Dann haben die mir ihre Werbeanzeigen gezeigt im Internet und haben gesagt, naja, die Leute klicken da drauf. Das sah auch alles super aus, die Leute haben da auch drauf geklickt. Und dann sind die auf eine Seite gekommen, die sah ungefähr so aus. Ja, ein riesenlanges Formular, was man ausfüllen musste. Und am Ende die Krönung, Lebenslauf und Anschreiben mit einem roten Sternchen. Was heißt rotes Sternchen? Pflichtfeld. Tod. Pflichtfelder bei dem Bewerbungsprozess, wenn ihr viele Bewerbungen haben wollt, macht das nicht. Ja, wir haben das Ganze dann deutlich schlanker gemacht. Wir haben dort einfach nur noch nach dem Namen, nach der E-Mail-Adresse und nach der Telefonnummer gefragt und auf einmal ging die Bewerbung durch die Decke und die hatten innerhalb von wenigen Wochen jemanden eingestellt. Einfach, weil die Hürde ja viel zu groß ist. Ihr müsst euch vorstellen, wo sehen die Leute denn Werbung? Die Leute sehen die Werbung, wenn sie gerade in der U-Bahn sitzen oder wenn sie gerade im Bus sitzen, ja? Oder wenn sie gerade mit der Freundin auf dem Sofa liegen, ja? Oder teilweise sogar, wenn sie auf der Toilette sitzen. Und habe ich da Lust, jetzt ein riesenlanges Formular auszufüllen? Nein. Habe ich da meinen Lebenslauf als PDF auf dem Handy, was ich gerade raussuchen kann? Nein. Habe ich da ein Anschreiben fertig vorbereitet? Nein. Und das ist genau der Grund, warum ihr sowas auch nicht machen solltet. Auf eurer Karriereseite ist ja schon löblich, wenn ihr eine Karriereseite habt. Viele haben das auch gar nicht. Aber wenn ihr eine Karriereseite habt, dann, wenn ihr eins hier aus dem Vortrag mitnehmt, dann
lasst sowas hier bitte. So ein langes Formular, nicht gut. Lasst das. Nächster Punkt. Das Bild hier habe ich vor 2 Tagen aufgenommen, als ich zum Büro gefahren bin. Das ist hier aus Hannover. Das habe ich aus meinem Auto aufgenommen. Und wisst ihr, wie das aussah, als ich dieses Bild aufnehmen musste mit meinem Handy an der Ampel und hinterherfahrend habe ich sozusagen dieses Handy dahin gehalten, um eben euch zu zeigen, wie das aussieht. Und jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, genau in der Situation sind ja auch die potenziellen Bewerber oder Interessenten, ja. Die sehen das irgendwie zwischendurch bei, wenn sie mal vorbeifahren oder so oder wenn sie vor euch fahren. Und habe ich da, ja, man sieht das hier, jetzt Traumjob sichern, Bewerbung @. Ich hoffe, jetzt ist keiner von traumwohnunghannover.de hier im Publikum. Aber hier sind dann die verschiedenen Stellen. Ja, und das Ganze ist natürlich keine geile Angel, weil ich sage jetzt, geh bitte hier Bewerbung @ traumwohnung-hannover.de. Ja, wow, was soll ich denn jetzt machen? Also ich sitze gerade im Auto und fahre und soll ich da jetzt auf Bewerbung @ und was soll ich da hinschicken und überhaupt? Da habe ich ja gar keine Lust dazu. Ja, klar, wenn ich an dem Auto vorbeigehe, dann sehe ich das, aber da sind die Chancen auch sehr gering. Deswegen, das ist auch nicht die ideale Angel. Und das meinen wir mit Angel. Was wir haben wollen als Angel, ist genau sowas hier. Das haben wir umgesetzt mit einem Partnerbetrieb von uns, mit Tischlerei Mike Othmar. Da sieht man eben ein kurzes Formular direkt auf dem Handy, Name, E-Mail, Telefon, Bewerbung senden. So, und jetzt sagt ihr, naja, sind ja aber schon ein bisschen wenig Daten, die ich dann habe über den Bewerber. Klar, aber ein Bewerber, der Interesse hat und sein Interesse meldet bei euch im Betrieb, der ist ja schon mal besser als gar keiner, der sich meldet. Das heißt, danach kann ich immer noch weiter qualifizieren. Ich kann dann anrufen und sagen, hey, vielen Dank für deine Bewerbung. Kannst du uns bitte nochmal deine Bewerbungsunterlagen zukommen lassen? Kannst du uns bitte nochmal deinen Lebenslauf zuschicken und so weiter? Aber ich habe schon mal so diesen initialen Handshake gemacht und habe erstmal die initialen Kontaktdaten von diesem Bewerber eingesammelt. Das ist doch viel, viel besser, als wenn ich gar keine Informationen über den Bewerber habe, weil er sich schlichtweg nicht melden konnte. Ja, dementsprechend so einfach wie möglich halten. Das hier ist unserer Meinung nach eine ideale Angel in dem Zusammenhang. Das heißt, Erkenntnis Nummer 3 schon mal für euch, mach es dem Bewerber möglichst einfach, sich zu melden. Ja, weil sonst stößt das einfach die Leute ab. So, und wenn wir jetzt nochmal in die Analyse einsteigen, können wir bestimmen, wie sich der Bewerber hier meldet bei der Zeitung. Da können wir sowas Semi-Gutes machen, wie jetzt eben wir auf dem Auto gesehen haben. Bitte melde dich bei Bewerbung @. Ja, das kann ich in die Zeitungsanzeige schreiben. Ich kann auch schreiben, geh auf www.mfbauelemente/karriere und trag dich dort ein. Ja, ist aber nicht so geil, wie es sein könnte. Dann das Thema Agentur für Arbeit. Ja, dort kann ich natürlich in der Stellenanzeige, die dort irgendwie hinterlegt ist oder wenn es vermittelt wird, kann ich natürlich hinterlegen, wo die sich melden sollen. Dann beim Thema Headhunter. Klar, auch der Headhunter kann sagen, yo, ich habe ja, also der hat ja deine Kontaktdaten oder der hat die Kontaktdaten. Radio genauso suboptimal wie beim Thema Zeitung. Ja, da können wir auch nur sagen, melde dich jetzt auf www.soundso/karriere oder schreib gerne deine Bewerbung an, bewerbung@soundso. Das ist das Gleiche, beim Plakat genau das Gleiche. Bei Social Media, das habt ihr eben gesehen, können wir genau das hier abbilden. Ja, wir können da unsere Botschaft platzieren, wir können dann sagen, klicke hier drauf und am Ende landen die Leute dann auf so einem Formular hier, wo wir vorher noch ein paar Fragen stellen können und so weiter. Hast du einen Führerschein, hast du die und die Ausbildung und so weiter und so fort. So, und das können wir hier halt sehr, sehr gut machen. Also hier, big, sehr, sehr großes Plus. Eins der größten Plus tatsächlich. Dann Empfehlung, klar, da kann ich auch sagen, jemand, der in deinem Betrieb arbeitet, der jemanden kennt, der bei dir arbeiten möchte, der hat natürlich auch die Kontaktdaten, da braucht man keine Angel mehr. Und Stellenportale, klar, da kann ich auch sagen, klicke jetzt hier auf die weiterführende Seite. Und wenn wir diese ganze Analyse jetzt mal zu Ende durchführen, sehen wir eigentlich, diese beiden Optionen hier sind im Fokus. Diejenigen, die richtig aufgepasst haben, die sehen auch, okay, Headhunter ist hier auch oben mit allen Punkten ausgefüllt, aber man sieht hier aktiv und passiv beides. Und die Frage ist auch immer so diese Eigenmotivation von einem Headhunter, da ist unsere Meinung halt dazu, dass das auch nicht ideal ist, denn ein Headhunter hat letztendlich die Aufgabe dafür zu sorgen, dass ein Mitarbeiter bei euch im Betrieb anfängt, dass er im Idealfall je nach Vertragsgestaltung auch noch die Probezeit übersteht, aber danach ist es ihm eigentlich egal, was passiert. Dementsprechend fällt dieser Punkt Headhunter jetzt hier auch aus dieser Betrachtung raus. Dementsprechend, wenn man das jetzt zu Ende spielt und sagt, okay, was ist jetzt hier die beste Werbemaßnahme oder was sind die besten, dann steht hier Social Media und Empfehlung.
Und dazu muss man natürlich sagen, Social Media also Social Media Recruiting ist unserer Meinung nach eine Top-Möglichkeit, um eben an Fachkräfte schnell zu kommen. Deswegen sind wir auch da große Verfechter davon. Und das Thema Empfehlung ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das solltet ihr in eurem Unternehmen auch machen. Ja? Einfach mal regelmäßig die Mitarbeiter fragen, ey, wen kennt ihr denn noch, der auch hier gut in die Firma reinpassen würde? Ja? Wir machen das teilweise auch bei der A&M so. Wir haben darauf sogar einen Bonus ausgeschrieben. Ja? Wenn jemand weiterempfohlen wird und dann bei der A&M anfängt, ja, und der wurde von einem Kollegen weiterempfohlen, dann gibt es, ich glaube, 1.500 Euro für denjenigen, der diesen Mitarbeiter in die Firma reingeholt hat, wenn er die Probezeit überstanden hat. Ne? Also da auch ein bisschen mit Incentivierung arbeiten. Einfach wenn ihr sagt, ey, du bist ein geiler Typ, kennst du noch weitere geile Typen, die bei uns anfangen können? Ne? Einfach mal nachfragen und sagen, dann gibt's auch einen kleinen Bonus für dich finanziell. Ne? Und das Gute ist ja auch Empfehlungen oder Mitarbeiter selber, die wissen ja auch, wie die Kultur ist. Ne? Die wissen, wer da mit reinpasst. Aber wie gesagt, hier Social Media und Empfehlungen sind hier unserer Meinung nach die besten Quellen. Das heißt, um das abzuschließen, Erkenntnis Nummer 4, wähle das richtige Medium, um Bewerbung zu bekommen. Erkenntnis Nummer 5, die nehme ich jetzt schon mal vorweg, kommuniziere deine Vorteile. Und das ist das, was Felix auch eben schon angesprochen hat. Klar, diese klassischen Vorteile, der klassische Obstkorb und das E-Bike kommt, glaube ich, tatsächlich gleich in meiner Präsentation auch noch vor. Das sind natürlich alles Themen, die durchgekaut sind sozusagen, damit hebt man sich nicht mehr von der Masse ab, aber trotzdem, wenn ihr euch erinnert an den unzufriedenen und den zufriedenen Smiley von vorhin, das sind genau die Punkte, die jetzt dazu führen, das ist die Botschaft, das ist meiner Meinung nach die wichtigste Sache, das machen wir auch mit allen Partnerbetrieben, wenn die zu uns kommen und wir eine Mitarbeiterkampagne aufsetzen, dann fragen wir zuerst, was ist eure Story, was ist bei euch besonders, was können wir in die Botschaft aufnehmen, um Leute eben von diesem Unzufrieden auf zufrieden zu bekommen. Das kann zum Beispiel sein, dass der Arbeitsweg zu lang ist und so weiter. Aber wir fangen mal an. Ja, also zum Beispiel sowas wie regionales Einsatzgebiet. Ja, du bist dadurch abends immer zu Hause. Und was man verstehen muss, ist bei diesen Vorteilen hier, viele Vorteile davon, die habt ihr schon in eurer Firma. Die müsst ihr jetzt nicht noch zusätzlich dazu nehmen. Ja, die Sachen, die euch Felix eben vorgestellt hat, die sind unglaublich mächtig. Aber viele machen den Fehler, dass sie noch nicht mal die Sachen kommunizieren, die sie eh schon in ihrer Firma haben. Ja, weil wir fragen dann auch als allererstes, naja, was gibt es denn? Macht ihr denn das? Und dann sagen die Betriebe, ja, das machen wir. Aber haben wir gar nicht dran gedacht, dass das interessant ist für Leute. Vor allem der nächste Punkt, pünktliches Gehalt. Klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber wir haben extrem häufig die Erfahrung gemacht, dass Bewerber das wertschätzen bei ihren Arbeitgebern und dass es offensichtlich auch bei anderen Arbeitgebern nicht der Fall ist. Das heißt, das Wichtigste bei diesen Vorteilen, die wir kommunizieren in der Arbeitgeberstory ist, seht nichts als selbstverständlich an. Und die einfachste Übung, die ihr machen könnt, um diese Punkte auch rauszufinden, ist, eure eigenen Mitarbeiter mal zu fragen. Ja, wir haben mal einen Link rumgeschickt zu einer anonymen Umfrage bei der A&M. Was sind die Gründe, warum ihr gerne oder warum arbeitet oder was gefällt euch an der A&M? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die originale Fragestellung war, aber warum arbeitest du gerne bei der A&M? Ja, und dann haben wir solche Punkte auch bekommen, auch pünktliches Gehalt, war auch bei uns ein Thema. Dass es bei uns pünktlich ausgezahlt wird, hat Leuten gut gefallen. So, und dementsprechend, worauf ich jetzt hinaus will mit dieser Ausführung ist, es müssen nicht immer Sachen sein, die ihr dazu nehmt oder die ihr irgendwie einkauft oder die ihr noch mit oben drauf tut, sondern es können auch manchmal Dinge sein, die ihr eh schon macht oder die ihr eh schon habt, die einfach dazu führen, dass sich mehr Leute bewerben. Und diese Liste, die ich euch jetzt gleich zeige, da könnt ihr am Ende gleich mal ein Foto von machen, weil das sind tatsächlich die Benefits und die Vorteile, die bei uns in den Kampagnen von Mitarbeitern am besten funktionieren. Das heißt, das ist relativ wertvoll und relativ interessant für euch tatsächlich. Dann familiäres Arbeitsklima, haben wir vorhin drüber gesprochen. Auch das ist wichtig zu kommunizieren, weil das ist für viele Leute auch ein Vorteil im Gegensatz zur Industrie, aus Industriebetrieben. Ja, da hast du eher ein Konzernklima und in deinem Betrieb hast du halt wahrscheinlich ein familiäres Arbeitsklima. Dann auch geregelte Strukturen. Es ist Leuten auch sehr, sehr wichtig, wenn sie wissen, okay, bei uns ist alles so geregelt, dass
Ja, dass zum Beispiel nicht irgendwelche sinnlosen Fahrten nochmal gemacht werden müssen, weil das stört auch Leute bei ihrem Arbeitgeber, wenn einfach irgendwas unorganisiert läuft und sie dann zum Beispiel nochmal rausfahren müssen zum Kunden, nochmal länger bleiben müssen und sie dann einfach später zu Hause sind und das Essen wieder kalt auf dem Tisch steht. Und dementsprechend geregelte Strukturen führen auch dazu, dass Mitarbeiter einfach gerne kommen und gerne bleiben. Dann kein Wochenenddienst und kein Notdienst, funktioniert auch sehr, sehr gut, mögen auch Bewerber sehr, sehr gerne. Namhafte Auftraggeber aus der Region, ja, das ist einfach auch ein Statusgefühl, wenn ich auch für namhafte Auftraggeber aus der Region arbeite. Das mögen Mitarbeiter auch gerne, die arbeiten auch gerne bei einem Unternehmen, was für große Firmen zum Beispiel arbeitet. Ja. Und dann Firmenhandy und Tablet wird gestellt, das sind so Themen. Namhafte Auftraggeber ist hier doppelt. Firmenfahrzeug und mit Privatnutzung inklusive Tankkarte. Gut, da haben wir die Tankkarte, die eben bemängelt wurde, aber das ist tatsächlich, also hat sich herausgestellt durch unsere Analysen auch eine Sache, die bei uns trotzdem auch noch zu viel Aufmerksamkeit führt, wenn das Ganze hiermit aufgeführt wird. Dann hochwertige Arbeitskleidung inklusive Wäschereiservice oder Wäscheservice wird auch gerne gesehen. Gesundheitsmaßnahmen und Zusatzleistungen, das ist genau das, worüber Felix eben geredet hat. Wenn man das noch ein bisschen besser ausformuliert, ja, zum Beispiel Facharzttermin innerhalb von 5 Tagen bekommen, ja, das Ganze, was wir mit Fair Family auch realisieren können, also das sind Themen, die sprechen die Leute natürlich extrem an, denn das ist fast ein Status, wie ein Privatversicherter hat, das können deine Arbeitnehmer sozusagen bekommen, indem sie einfach bei dir arbeiten, ne? Und dann auch für ihre Familienangehörigen zum Beispiel, aber wenn ihr da Fragen habt, gerne nochmal an Felix und sein Team wenden, das kommt auch unglaublich gut an bei potenziellen Arbeitgebern. Dann E-Bike-Leasing, Jobrat mit E-Bikes, hatten wir auch das Thema. Und dann mein Favorite, Windelgeld für das erste Lebensjahr des Kindes. Ja, das ist klar, das kostet nicht viel Geld, aber ist ein bisschen so ein kleiner Joke auch gewesen. Aber das hat ein Partnerbetrieb von uns auch sehr, sehr erfolgreich gemacht und das hatte auch sehr großen Zuspruch eben bei Bewerbern. Deswegen, das ist einfach eine Liste an interessanten Botschaften, die man kommunizieren kann. Da macht einfach also eure Analyse selber, was kommuniziert ihr schon und was macht ihr schon, was könnte man auch nach außen bringen. Jetzt geht gerade mein Pointer nicht. Genau. Und dann noch ein Punkt, sei anders als alle anderen. Und da habe ich noch ein kleines Beispiel von einem Partnerbetrieb hier aus dem Publikum, von Sascha Schalk, von der Firma Cool & Smart. Denn er hat es richtig smart gemacht, denn er hat richtig geile Bilder gemacht von sich und seinem Betrieb. Ihr seht die hier, das sieht doch richtig cool aus. Und das führt einfach dazu, dass, das ist doch was, wo man gerne arbeiten will, oder? Also, da macht es einfach Spaß, wenn man so ein Team sieht. Das ist auch, da muss man ein bisschen mutig sein. Und solche Bilder machen, das hat Sascha, soweit ich weiß, mit dem Paul gemacht, der auch als Broschüre in euren Tüten ist. Also wenn ihr da Interesse habt, solche geilen Bilder auch mal zu haben für euren Betrieb, macht das auch gerne. Es ist kein Muss, aber wenn man sich richtig abheben will und wenn die Ergebnisse richtig, richtig gut sein sollen, dann sind solche guten Bilder ein richtiger Brandbeschleuniger für gutes Recruiting. Also da, Sascha, habt ihr einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und dann, meine Zeit ist auch schon abgelaufen, sehe ich gerade, ich komme auch langsam zum Ende. Und zwar das Thema immer sichtbar sein. Dazu eine kleine Story noch, und zwar, ich habe vorhin auch in der Pause drüber geredet mit Sascha, da war die Frage, ja, ist es nicht irgendwann zu viel Werbung? Wenn wir zu viel ausgeben, hat man da nicht irgendwann diesen Punkt, dass die Leute davon genervt sind? Und ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber zum Beispiel jetzt während der Pandemie in den letzten Jahren gab es einen Politiker, der war immer sichtbar. Ja, der war in jeder Talkshow, der war in jeder Talkrunde, der hat immer Ja gesagt, der war immer dabei. Und wenn man sich dann mal die Umfragewerte angeschaut hat, war dieser Politiker irgendwann der beliebteste Politiker im Land. Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch heute so ist, ich verfolge das nicht. Aber daran sieht man einfach, umso sichtbarer man ist, desto mehr steigt die Präferenz und auch umso länger man sichtbar ist. Wir hatten vorhin ein Gespräch mit Andreas Scheibe, der sagt, mit dem arbeiten wir jetzt auch, der hier vorhin Speaker war, arbeiten wir jetzt auch schon, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre zusammen. Er sagt, jetzt wo wir so dauerhaft sichtbar sind in der Region, die haben einen riesen Effekt, dass die Leute denen schon fast die Tür einrennen und sagen, ich will zu euch kommen. Also die haben, glaube ich, 18 Leute in dem Zeitraum eingestellt. Und ihr müsst euch einfach merken, umso häufiger und umso länger ihr sichtbar seid, desto mehr steigt die Präferenz. Das bedeutet einfach, dass umso häufiger man die Werbebotschaft von einer Person sieht,
desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dieser Person oder diesem Unternehmen positiv gegenüber eingestellt ist. Man nennt das Mere Exposure-Effekt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und genau, das hat sich dieser Politiker in dem Fall auch zunutze gemacht. Also ich denke, ihr wisst, wen ich meine, Karl Lauterbach. Und genau. So, und dann ist er auch Bundesminister geworden, wegen dieser Tatsache hier. So, genau, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Erkenntnis Nummer 1, wirb für deine Jobs genauso wie für deine Produkte. Fokussiere dich auf die passiv suchenden Fachkräfte. Mach es dem Bewerber einfach, sich zu melden. Ja. Wähle das richtige Medium, da hatten wir die Tabelle. Kommuniziere deine Vorteile, die sind wir auch zusammen durchgegangen. Sei anders als alle anderen, ja, da haben wir die Bilder von Sascha eben gesehen. Und dann sei immer sichtbar. Also, es macht auch nicht so viel Sinn, einfach die Kampagnen auszustellen, wenn man jemanden gefunden hat und dann wieder anzumachen, wenn man jemanden sieht. Wenn ihr einfach über einen konstanten Zeitraum sichtbar seid als attraktiver Arbeitgeber, dann werden auch Leute, die jetzt gerade schon unzufrieden sind, die ihr vielleicht in einem halben Jahr braucht, wenn die euch jetzt schon sehen und durchgängig sehen als Arbeitgeber, da könnt ihr die jetzt schon aufwärmen, ja, wenn ihr die ganze Zeit aus- und anmacht. Also unsere Empfehlung ist einfach, seid einfach immer sichtbar. Ja? Das sind meine 7 Tipps. Ich hoffe, das eine oder andere war für euch dabei, was ihr mitnehmen könnt. Und ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So. Jetzt nehme ich noch einen kleinen Schluck von meinem Wasser.